Herzlich willkommen bei Let's Play Super Mario 64. Huhu. Ah, ich freue mich auf diese Runde. Das wird richtig schön. Dieser Part wird endlos genial. Wir gehen in die wilde Wasserwerft. Ein Level, was ich persönlich überhaupt nicht mag. Entere Bowser's U-Boot. Ich mag das ganze Level nicht, denn ihr seht, es ist erneut ein Wasserlevel. Sogar mit einem Hai. Und wir können hier auch nirgendwo stehen. Es ist einfach nur ein Teich voll mit Wasser und mit dem gruseligen Strudel. Ich zeige euch, was passiert, wenn man in den Strudel reinschwimmt. Dann passiert Folgendes. Und weg. Extrem gruselig. Und ich sehe gerade, wir haben nur noch ein einziges Leben, nämlich das letzte. Das ist gruselig. Ja, also das, sage ich mal, das halte ich wirklich für sehr, sehr gruselig. Dieser komische Strudel hier und sonst nichts anderes als ein Teich. Irgendwie hat das Level hier auch, und der saugt einen sogar noch ein, dieser Strudel. Irgendwie hat dieses Level hier auch den Anschein, als wäre es deutlich kleiner als die anderen Level. Es scheint wirklich nur ein Übergangslevel zu sein, denn es hat nur zwei große Bereiche. Einerseits diesen Teich mit dem Strudel, den wir gerade gesehen haben, und andererseits diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Untergrund. Diesen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, was das hier wirklich darstellen soll. Diesen Bereich. Der ist gruselig. Genauso wie das ganze Level. Wilde Wasserwerft ist, wenn ich mal so recht darüber nachdenke, es wird auf jeden Fall mit auf der Top 3 der Hasslevel sein. Der Stern an sich ist noch einfach. Denn wir müssen nur hier hochjumpen. Und Bowser's U-Boot können wir entern, indem wir dann hier diesen Stern holen. Schon ist der ganze Spaß erledigt. Aber ganz ehrlich, dieses Level ist nicht mein Fall. Ja, zieh dich mal schön zurück. Das ist nämlich jetzt das Interessante. Wenn wir jetzt dieses Level gemacht haben, dann wird hier dieser Bereich frei und können in Bowser's Festung vordringen. Bowser's Festung namens Bowser's Lavasee. Der Lavasee wiederum ist recht cool gemacht. Und auch hier finde ich es schön, dass der Lavasee, oh, ein Extra-Leben auf jeden Fall mitnehmen, brauchen wir ganz, ganz dringend. Der Lavasee hat den Vorteil, er ist nicht das allerletzte Level. Das war schwierig, das war knapp. Er ist nicht das letzte Bowser-Level. Es ist, endet nicht so wie in den neueren Teilen von Super Mario Bros. Beispielsweise, endet es einfach nicht einfach einzig und allein in der Festung, die aus Lava besteht. Das finde ich wirklich gut gemacht. Das hat... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist jetzt cool gemacht. Normalerweise... Kommt schon, Mario. Hätte man jetzt hier hochjumpen müssen. Aber durch die Lava kommt man hoch. Das war jetzt nicht so geplant. Ist aber tatsächlich ein guter Trick, den auch Speedrunner anwenden. Dieses Leben verfolgt einen. Sehr gut. Damit man hier schneller hochkommt. Versteht ihr? So, hier ein Weitsprung. Input-Lag mal wieder. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das war so nicht geplant. Komm schon. Ich bin aber auch ein Dulli. Wirklich. Einfach hier drüber jumpen. Weitsprung. Hochsprung. Seitsprung. Und schon sind wir weiter oben. Gar nicht mal so schwer. Schnell ein paar Münzen einsammeln. Wir sind wieder full life. Noch ein paar Münzen einsammeln. Na, die Münzen, die lohnen sich, wie gesagt, nicht. In den Bowser-Leveln gibt es keinen... Das ist jetzt gefährlich. In den Bowser-Leveln gibt es keinen Stern, der uns Grund geben sollte, 100 Münzen sammeln zu müssen. So, hier tricksen wir etwas. Drauf und... Arschbombe. Was willst du denn schon wieder hier? Du bist ja lästiger als ein Schwarm Stubenfliegen.
Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß macht. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Ah ja, ich wusste gar nicht, dass ein verflixter Hase, der versucht abzuhauen, einer zu deinen Truppen gehört. Was soll das? Deine Truppen sind nicht besonders gut, auch wenn du jetzt glaubst, hier die Plattform bewegen zu können. Das ist so ein Schwachsinn. Was ich diesem Bowser lassen muss, ist, er kann sich teleportieren. Tatsächlich ist der zweite Bowser gar nicht mal so einfach. Also nicht so einfach wie der erste. Natürlich auch nicht so einfach wie der... Er ist nicht so einfach wie der erste, aber er ist einfacher als der dritte. Und damit auch der letzte. Jetzt komm, jetzt gib deinen Schwanz endlich mal her. Er dreht sich auch wesentlich schneller. So, aber... Wo lasse ich denn hinfliegen? Jetzt mal ohne Witz. Komm, hol mich ein. Du kannst doch schon laufen, oder? Ja, du kannst laufen. Ein neuer Trick von Bowser, den er als erster Bowser, also im ersten Kampf, noch nicht drauf hatte. Der Input laggt, sorry, der nervt mich wirklich. Man darf natürlich auf keinen Fall in die Lava fallen. Das Einzige, was dir hilft, ist dagegen zu rennen. Das genügt dann schon. So. Bitte. Bitte, bitte, bitte treff jetzt. Ja. Und tschüss. Bye, bye. Da hat es Mario wirklich gut gesagt. Wow! Du hast schon wieder gewonnen. Hat mich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Unentschieden? Was bist du für ein Lappen? Unentschieden? Ich habe dieses Match ganz klar gewonnen, du Lappen. So ein dermaßen schlechter Verlierer. Wirklich. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. Ja, 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 ja. Ich glaube, was du möchtest. Also, wenn ich es schaffe, ihn jetzt schon bis ganz nach oben zu jagen, dann hat er alles andere als Mumm. Und das Witzige ist, wir brauchen auch nur noch 25 Sterne, bis wir ihn tatsächlich erreichen können. Allerdings muss ich dazu sagen, es wird noch ein wenig dauern, bis wir nochmal auf Bowser treffen, denn ich habe vor, mehr als 70 Sterne zu sammeln, bevor wir wirklich zu ihm stoßen. Aber wir werden natürlich jetzt diese ganz offensichtliche Tür, die wir schon am Anfang des Let's Plays gesehen haben, diese ganz offensichtliche Tür, die haben wir jetzt schon mal geöffnet, endlich mal, und treffen auf einen neuen Bereich, nämlich den Mittelbereich des Schlosses. Meines Erachtens nach sehr schön inszeniert, auch alte Bilder wiederhergestellt, die man aber nicht betreten kann. Das heißt, nur die Bilder in den einzelnen Räumen können tatsächlich betrachtet werden. Auch ganz schön und interessant an dieser Stelle. Tatsächlich ist doch das ganze Spiel nichts anderes als ein Museum. Wenn wir uns das jetzt mal wirklich vorstellen, das ganze Schloss besteht nur aus Bildern. Nur aus Bildern. In diesem Bereich, glaube ich, betreten wir noch nicht. Ich mag diese Welt ungemein. Ja, also Gulliver Gumba mag ich sehr, aber... Wir müssen jetzt überlegen, wir können jetzt auch in dieses Level reinspringen. Wie gesagt, die Level hier sind nicht anspringbar, nicht betretbar. Auch das hier nicht, das sind immer nur die Bilder, die wackeln, und das hier natürlich auch nicht. Hier gibt es übrigens einen Gratis-Stern. Nein? Hä? Moment, Sekunde. Hier gibt es einen Gratis-Stern. Hallo Mario, du hast bereits einiges zur Rettung des Schlosses getan. Aber du musst doch viele Geheimnisse der Wandgemälde lüften. Manchmal spielen dir deine Augen einen Streich, die Realität verschwindet hinter Fassaden. Ja, wir befinden uns ganz eindeutig in der Matrix, meine Lieben. Aber du kannst das Druckbild durchdringen, wenn du es im Spiegel betrachtest. Wasser ist ein flüssiges Element. Nein, wirklich, ich dachte, es wäre überflüssig. Die Magie des Wandgemäldes beeinflusst dein Verhalten. Wähle verschiedene Wege, um die versunkene Stadt durch das Gemälde zu betreten.
Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Hier habe ich etwas für dich. Es hilft dir, Bowser zu besiegen. Es hilft mir nicht, Bowser zu besiegen. Es hilft mir, Bowser zu erreichen. Ganz klar, ohne Sterne geht's hier nicht. Es gäbe natürlich eine Möglichkeit, wie wir trotzdem zu Bowser stoßen können. Ich zeige euch jetzt mal Folgendes. Theoretisch könnten wir jetzt durch diese Tür, aber zum Öffnen dieser Sterne zum Öffnen dieser Tür benötigst du 50 Sterne, du musst also noch 4 von ihnen finden. Es wäre mein Ziel in diesem Let's Play, in diesem Part, jetzt noch diese Tür aufzuknacken. Wir könnten aber theoretisch könnte man jetzt den BLJ anwenden, den Back Long Jump. Der Back Long Jump ist ein, meines Erachtens nach, glaube ich, der berühmteste Glitch in Super Mario 64, der dazu führt, dass man die Treppe hochglitschen kann. Allerdings funktioniert das in der Super Mario 3D All-Stars Version nicht mehr. Der Bug wurde gefixt. Normalerweise wäre man nämlich jetzt hier einfach mit hoher Geschwindigkeit hier durch die Wand geglitscht und hätte einfach, ja, man hätte eigentlich direkt schon zu Bowser gehen können. Ja, ganz einfach. Der BLJ, der sorgt dafür, dass man das ganze Spiel quasi irgendwie durchglitschen kann. Ohne auch nur einen Stern gesammelt zu haben, gerade bei Speedrunnern extrem angesehen. Aber in dieser Version des Spiels funktioniert das nicht, deswegen müssen wir hier ganz ehrlich spielen und ja, das haben wir natürlich auch vor. So, was der Tod jetzt eben gesagt hat, ist einerseits, wir sollen auf den Spiegel achten. Das möchte ich euch zeigen. Hier wieder auch eine Tür, die 0 Sterne erfordert. Dieser Spiegel zeigt uns ein Gemälde auf dieser Seite, wenn die Kamera mitspielen würde. Hier aber ist nichts. In der Realität ist es nichts. Also das hier ist alles Matrix, aber man kann reinspringen. Ganz ekelhafte Sache. Hier natürlich leichter zu erraten als die Wobbywabba-Wüste, ganz eindeutig. Aber trotzdem natürlich fies gemacht. Ich finde es persönlich auch ganz gut gemacht. Unsichtbare Gemälde, sehr cooles Gimmick von Nintendo. So, wir befinden uns hier in einer Schneelandschaft. Das ist schon die zweite Schneelandschaft. Ich muss sagen, ich mag diese Schneelandschaft hier sehr gerne. Also dieses Level kommt mir sehr zugegen. Gefällt mir wirklich gut, weil es auch einfach ein bisschen mehr Anspruch hat. Und auch das Wasser hier führt einen dazu, dass man irgendwann ertrinken kann. Also nicht, indem man taucht, sondern das... Also, Leute... Dieses Wasser, das heilt einen nämlich nicht, sondern das verursacht Schaden. Schaut her, guck, wir verlieren sehr, sehr schnell Leben. Deswegen müssen wir hier schnell raus. Komm schon! Nicht, dass wir an dem Wasser noch sterben. Also dieses Level ist merklich schwerer. Wow, 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 wow. Dieser Level ist merklich schwerer. Aber macht nicht weniger Spaß als das erste Schneelevel. So, hier ganz vorsichtig hoch. Und jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir versuchen. Oh, wow, 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 dass wir hier nicht runterfallen. Hey, wer ist da? Wer meint, auf mir rumlaufen zu müssen? Ein Eisfloh oder eine Schneefliege? Egal, was es ist. Auf jeden Fall stört es mich. Aber mein Eisatem wird mich davon befreien. Ja, Leute, ihr wisst ja, ne? Wenn eine Fliege auf euch rumkrabbelt oder euch nervt, dann nehmt ihr keine Fliegenklatsche, dann pustet ihr einfach stundenweise am Stück einfach geradeaus vor euch in der Hoffnung, dass die Fliege weggeht. Selbstverständlich. Und im Gegensatz zu mir ist dieser fette Pinguin doch viel größer und dicker. Wow, 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 wow. Da müssen wir aufpassen. So, jetzt geht der wieder nach vorne. Und jetzt geht der ganz schnell nach vorne. Ja, ich kenne es schon auswendig. Ich weiß schon, das Bewegungsmuster dieses Pinguin, das ist ganz easy. So, oh, shit. Wir dürfen natürlich hier nicht runterfallen. Holy crap, war das knapp. Und hier ist der Stern, den wir erreichen sollen. Erklimme den Kopf des Schneemanns.
Nur um euch dieses Level mal ganz kurz gezeigt zu haben. Es gibt noch wesentlich mehr in diesem Level zu sehen. Wie gesagt, dieses Level gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Auch wenn es das zweite Schneelevel ist. Hätte mir gewünscht, dass es thematisch vielleicht etwas anderes gibt. Also es ist ja schon das zweite Schneelevel. Aber wenn wir thematisch etwas anderes haben wollen, gehen wir am besten in Fliegenpilz-Fiasko. Und schon wieder, erklimme den Berg. Das scheint offenbar hier sehr, sehr beliebt zu sein in Super Mario 64, dass man erst immer mal einen Berg erklimmen muss, bevor man überhaupt irgendwas kriegt. Das ist kein Problem. Hier einfach Weitsprünge machen, aufpassen, dass man nicht runterfällt. Die roten Münzen holen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Die sind in diesem Level nicht so schwer zu erreichen wie in anderen Leveln. Und hier ist auch Monty Maulwurf. Schön, dass du es auch ins Spiel geschafft hast. Also, die Nintendo-Entwickler haben alles Mögliche versucht, um wirklich alle Gegner irgendwie zu implementieren. So, dieser Affe hier ist ein Huan. Erstmal muss der Shy Guy weg. Der nervt uns. Ist ja ein cooler Gegner, aber passt mal auf. Yippie, ich hab sie, jetzt gehört sie mir. Und dieser Huan versucht jetzt abzuhauen, dass wir unsere Mütze nicht mehr kriegen. Der hat jetzt auch durch die Mütze Superkräfte. Nur ist er leider so doof. Also manchmal ist er schwer zu fangen, in dem Fall war es einfach. Lass mich los, diese Mütze. Na gut, ich gebe sie dir, obwohl sie mir besser steht als dir. Du bist ein verdammter Affe, dir steht gar nichts. So viel wieder zum Thema Tierschutz. Ne? Kommt erst auf uns zugerammt, klaut uns die Mütze und will dann noch geschützt werden. Frechheit hier. Hau ab! Hau einfach nur ab. Okay, man kann dem Affen natürlich nichts antun, das ist auch gut so. So. Normalerweise müsste man hier... So. Normalerweise hätte man den Baumstumpf hier drehen müssen, aber wer so doof ist, den kann ich leider nicht helfen. Man kann einfach einen Hechtsprung machen und ja, hier sind die Kugeln schon wesentlich gefährlicher. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Wow, 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 wow. Und so haben wir schon mal einen Teil des Berges erklommen. Wir sind auch schon fast ganz oben. Jetzt dürfen wir nun noch nicht mehr runterfallen. Und wir sind oben. Absolut genial. Dieses Bild hier. Ja, da kommt auch keine Menschenseele drauf, aber... Also, wer das Spiel noch nicht kennt, wohlgemerkt. Ich rede auch immer für die, die das Spiel noch nicht kennen, aber hier kommt keine Menschenseele drauf. Aber dieses Bild werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch erkennen, noch sehen. Und dahinter verbirgt sich etwas, was absolut genial ist. Das werde ich euch dann aber zeigen, wenn es soweit ist. Vielleicht machen wir das im nächsten Part. Vielleicht auch schon in diesem Part, ich weiß es noch nicht genau. Ihr müsst auch wissen, ich mache diese Parts recht spontan. Das heißt, ich plane nie. Ich plane wirklich nie, in welchen Level wir gehen, welchen Stern wir sammeln wollen. Ich mache das alles spontan, wie es mir gefällt. Denn, wie gesagt, ich lege ja Wert auf Authentizität und es soll nicht so geskriptet sein. Zack. Here we go! Speichern und weiter. Wisst ihr was? Ich hab Lust auf dieses Level. Nein, wisst ihr was? Jetzt komm, dann spring doch auch rein, du Depp. Passt mal auf. Mario? Mario! Hör mal, Mario. Wir haben jetzt hier kurzen Cut gemacht und du schläfst direkt ein. Wirklich? Na Gott sei Dank. Wurde aber auch Zeit. Finde ich cool inszeniert, dass Mario die Fähigkeit hat zu schlafen, wenn wir zu lange warten mit dem Spielen. Ja, ich habe kurz einen ganz kurzen Cut gemacht,
weil sie auch gesehen habt, aber ist ja nicht schlimm. Das fällt nicht sonderlich auf. Jetzt habe ich leider nicht mehr ganz im Kopf, was eigentlich die Mission war. Aber vor diesem Dude hier mussten wir auch gut aufpassen. Der grabbt einen nämlich gerne und schmeißt einen dann weg. Das ist zwar nicht so gefährlich, aber wenn er einen in die falsche Richtung schmeißt, sind wir weg. So, zack. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich euch zeigen wollte. Nämlich einen ganz wichtigen Stern. Boah, die Kugeln hier sind aber auch gefährlich. Also die Kugeln hier sind gefährlich. Den auszuweichen ist eine Klasse für sich. Genau, ich wollte euch ja jetzt endlich mal zeigen, was es mit diesem komischen Bild auf sich hat, wenn wir da reinspringen. Und meine lieben Leute, es ist die letzte Rutschbahn. Keine Sorge, hier kann man nicht runterfahren, hier ist eine Mauer. Es ist die letzte Rutschbahn, die, wenn wir sie uns mal genau anschauen, meines Erachtens nach die coolste ist, weil sie besonders lang und besonders herausfordernd ist. Hoffentlich fallen wir hier nicht runter, denn das ist gar nicht mal so einfach. Wow! Achtung, nicht geradeaus gehen, da ist ein Totenkopf. Wenn wir da reinfliegen, sind wir tot. Das soll... Wow! Das Ganze beinhalten, holy crap! Diese Stelle hier hasse ich auch wie die Pest. Und wir landen beim nächsten Stern. Ob das jetzt der ist, den wir machen sollten, wage ich zu bezweifeln. Das können wir uns jetzt anschauen, wenn wir diese Welt noch einmal betreten. Erforsche die Steilwand. Das ist mit Sicherheit nicht das, was wir jetzt machen sollten. Nee, erkunde den Affenkäfig. Okay. Diese Steilwand übrigens kann man auch viel einfacher erreichen. Also, falls ihr es jetzt mit der Rutschbahn gemacht habt, hätte es eigentlich die Möglichkeit... Hä? Moment, das muss ich jetzt überprüfen. Es gab nämlich die Möglichkeit, wenn man hier ist... Genau, kann man nämlich auch nach da oben gehen, wo man eigentlich aus der Rutschbahn rauskommt. Vielleicht war ich aber zu weit am Rand, vielleicht hätte ich hier hingehen müssen. Ach, warum fliege ich, warum kommt denn der Wind nicht? Dann gibt es nämlich Wind, der einen runterfliegen, hochfliegen lässt. Und dieser Wind, der hätte einem dazu verholfen, direkt zum Stern zu finden. So, jetzt will ich aber nicht zu viele Leben verlieren. Ich bin auch eigentlich doof, dass ich diesen Pilz nicht sofort eingesammelt habe. Also jedes Mal, wenn wir dieses Level betreten, dieser Pilz ist ja wirklich umsonst. Der ist ja wirklich geschenkt. Da war ich jetzt nicht ganz auf Zack. Rote Münzen brauchen wir noch nicht. Auch hier 100 Münzen zu sammeln ist nicht einfach, weil man bei dem Level an vielen Stellen runterfallen kann. Wir gehen jetzt mal einen alternativen Weg. Das ist der Weg, wo man die anderen 4 roten Münzen bekommt. Wieso geht das denn jetzt? Hallo? Wieso geht das denn jetzt nicht? So. So, dann kommen wir hier oben wieder raus, wo die Kugeln runtergekommen sind, aber wir sollen... Was war das? Hallo? Geht's euch noch gut, ihr Säcke? Oh, Kollege, wirklich. Das war jetzt dermaßen unnötig. Das hätte nicht sein müssen. Ich glaube, wir nehmen den ursprünglichen Weg, aber nur, um euch mal gezeigt zu haben, dass man dann auch da oben rauskommt. Das ist aber jetzt alles auch echt furchtbar knapp teilweise hier.
Hier kommen wir mit einem Hechtjump einfach durch. Oh, dieses Feuer verfolgt einen und übel. So. Easy Sache. Hier kommen einem wieder die Kugeln entgegen. Kein großes Problem für uns. Denke ich mal. Ihr seht schon, die Level werden wirklich schwerer. Ja. Das vermag ich hier nicht zu kritisieren. Denn es soll ja auch irgendwann mal schwerer werden. Und spätestens im Obergeschoss bemerkt man das einfach. Es wird noch eine Welt kommen, die das perfekt repräsentiert. Aber da sind wir noch nicht. Mann! Das war jetzt auch knapp runter, dass man da nicht runterfällt. So, hoffentlich schaffen wir es dieses Mal. Das brauchen wir alles noch nicht. So, dieser Sternenkäfig. Der Affenkäfig, wohlgemerkt. Das ist das, wo wir hinwollen. Aber wie kommen wir eigentlich an diesen verdammten Stern dran? Das werde ich euch ganz einfach zeigen. Wir müssen nur den Affen jagen, der dieses Mal von uns abhaut. Das ist nämlich der zweite Affe. Ich weiß nicht, was das hier für ein Affentheater soll. Jetzt komm her. Komm. Der bringt mich noch zur Weißglut. Wirklich. Komm schon. Ah, jetzt backt er hier rum. Gut. Aua! Hey, lass mich los! Das war doch nur Spaß! Du hast wohl keinen Humor, was? Junge, du bist nicht lustig, ja? Merkst dir ein für alle Mal, ne? Erst Scheiße bauen und dann, oh ja, das war ja alles nur Spaß. Funktioniert bei mir nicht. Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mich loslässt, habe ich eine Überraschung für dich. Ja, davon gehe ich mal aus, weil wenn nicht, dann schmeiße ich dich die Klippe hinunter. Ja? Na, wie sieht's aus? Klar. Ja, her damit, ne? Öffne diesen Affenkäfig für mich. Und dieser Affe ist perfide. Nicht nur, dass sein Hintern nackt ist. Nein. Hey, Baby, komm schon, wo bleibst du denn so lange? Ja. Was willst du, dann lauf halt einfach vor. Genau. Jetzt sieht man leider nicht, wo der Stern hinfliegt, aber dieser Affe ist perfide. Der will nämlich allen Ernstes... Sekunde. Habe ich hier was verpasst? Das ist nicht der richtige Stern. Ein Augenblick. Doch, das ist der richtige Stern. Es ist der richtige Stern, wenn wir hier runtergehen. Boah, das wäre jetzt übel gewesen. Und wir haben 50 Sterne gesammelt. Boah, krass. Mega. Daumen hoch dafür, Leute. Abo da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und oh, du hast 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalterpaläste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Und ja, wer auch immer diese Stimme hier repräsentieren soll, der die ganze Zeit zu uns spricht, wie viele Sterne wir gesammelt haben, aber tatsächlich hat er recht, wir haben nämlich noch einen Schalter nicht betätigt. Das machen wir dann im nächsten Part. Unter Umständen. Ja, wird wahrscheinlich nötig sein. Und ja, guck mal, bevor ich es vergesse, hier direkt mal noch einen Gratisstern abgeiern. Betrittst du die Uhr zu verschiedenen Zeiten, werden dir weitere Geheimnisse offenbart. Vielleicht hilft dir auch dieser Stern. Jo, der hilft immer. Her damit! Oh, Leute. Jetzt bin ich so sehr im Rededrang gewesen,
dass ich euch noch was sagen wollte. Und zwar, ich werde nie wieder Let's Plays machen. Nein, Spaß beiseite. Es wurde uns ja eben von dem Toad hier noch erzählt, dass je nachdem, wie wir das Bild hier betreten, dieses Bild, je nachdem, wie wir das Bild hier betreten, dass sich damit die Welt verändern kann. Das werden wir dann im nächsten Part in Super Mario 64 bei der All-Stars Collection sehen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Glocke aktivieren, Daumen hoch, Abo dalassen, Kommentar dalassen, was euch alles noch einfällt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.